Recht herzlich willkommen zur 237. Folge von City Skylines. Ja, was hatten wir letztes Mal? Letztes Mal hatten wir das Gimmick, das war die Seilbahn, was wir uns geleistet haben. Gehen wir doch mal gerade dahin, das war hier. Und wir hatten eine andere Ansicht, die sah so aus. Und wo ich da letztes Mal kontrolliert habe, war da auch noch das Dingens hier, dass hier irgendwo Wasser fehlte. Da unten ist es, das wollen wir doch mal gerade noch beheben. Und zwar war das hier und da geht's los und da geht's hin. Und dann sollte das Problem gelöst sein, ne? So, dann freuen die sich auch wieder. Und jetzt müssen wir mal schauen. Jo, läuft. Und hier sind ganz viele Häuser leerstehend, auch interessant, aber das ist Industrie hier, ne? Wie war das? Holen wir mal den Bagger gerade raus und machen vielleicht ein bisschen sauber hier. Das. War das das? Wahrscheinlich. Hier ist noch eins. Auch weg. Da war auch noch eins. Okay, dann haben wir das. Da hinten sind ganz viele, wie man sieht. In unserem Industriegebiet, was wir immer ein Problem mit haben. Aber das kriegen wir auch gerade in den Griff, ne? Da. Die alle weg. Oh, eins habe ich jetzt wieder erwischt. Das waren nur Leute, die da noch fehlen. Wieder einer mehr dabei. Passiert schon mal, ne? Kann man nicht ändern. Haben wir's. Da hinten sind auch noch ein paar. Das. Hier. Den kriege ich jetzt nicht. Da reiße ich nämlich was anderes ab. Das war der. Das ist auch der. Der. Und da hinten ist auch noch einer. Das ist hier am Knatschen. Das ist wohl von der Ölbohrstelle oder was. Das passt. Da sind noch zwei Häuser. Ja, dann geht's einigermaßen, ne? Hier wird's gleich wieder welche geben, ist klar, weil Arbeiter fehlen, dann gehen die alle bankrott. Ja, das war's hoffentlich. So, das haben wir. Da ist noch eins. Das war wohl der. Ja, da können wir beibleiben. So ist nicht. Da wird es jetzt immer mehr geben, die da weg sind. Aber das wollen wir jetzt nicht beheben. Ja, dann sind wir soweit damit durch. Jetzt gucken wir mal. Ja, im Wohnbereich geht's ja, ne? Da war eins. Und dieses große machen wir. Ah, hat's ein anderes auch noch erwischt. Ja, dann läuft's soweit. Hier geht alles soweit. Oh, hier sind so ein paar Brände gewesen. Da ist Schutt. Da ist Schutt. Hier war es auch noch. Ja, hier war schon immer ein Haus, was leer steht. Irgendwie möchte da wahrscheinlich keiner wohnen. Okay, hier haben wir noch was zum Ändern. Dann machen wir mal gerade den Bagger aus. Das können wir wieder aktivieren. Ne, das müssen wir leeren. So ist es rum. Okay, sonst ist gut. Vielleicht sollten wir bei den anderen Bereichen das auch nochmal nachgucken. Hier ist alles prima. Das ist ein Friedhof, der aus ist, oder was? Na komm, lass den aus. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist. Können wir natürlich gerade mal nachgucken. Der wird geräumt. Hier ist alles prima. Da hinten fehlen Arbeitskräfte, also wird das da bald auch geschlossen werden. Und hier ist unsere nächste Müllgeschichte. Ah, guck da. Ist geräumt. Können wir wieder freimachen. Okay, da sind nur drei da. Oh, hier fehlt auch Wasser. Und das mal gerade bei der Müllentsorgung, das ist natürlich besonders schlecht, ne? Vielleicht sollte die besser laufen, ne? Sonst ist hier nichts zu machen. Hier ist alles gut, oder?
Hier sehe ich jetzt nichts, was wir handeln müssen. Da fehlen Bauarbeiter. Da sind drei in der Kabine drinne. Oh, da war ich sogar drauf. Null. Ah, toll. Null. Also unsere Kabinenbahn ist jetzt nicht so der Bringer. Hier sind schon wieder lauter Häuser. Okay, Passagiere kommen reichlich an wohl mit der Schiffe. Und der ist sogar voll. Das geht. Wie sieht es überhaupt hier so aus? 119, knapp unter. Ein bisschen böse Meinung und wir gehen gerade ins Minus. Das ist nicht gut. Okay, da sind wohl noch welche, die wir ändern können. Der Rest ist schon alles deaktiviert, oder was? Die blinken alle. Die blinken auch. Da ist noch einer freizugeben und hier unten auch noch einer. Dann läuft das auch wieder. Soweit, so gut. Sieht alles schick aus, ne? Das dicke Kraftwerk hier. Ja, okay. Unser Problem Kreisverkehr, der sieht aber richtig gut aus. Den haben wir dann mal irgendwann gerade gelöst. Außer hier vielleicht. Aber da geht's sogar tatsächlich auch, ne? Vielleicht sollte man dieses hier ändern, aber... Ja, kommen wir mit klar, ne? Ne, hat doch ganz gut geklappt. Auf Dauer. Dieses tolle Gebäude hier. Im Normalbetrieb. Kann man das auch in unnormalen Betrieb machen? Touristen letzte Woche, 23. Krass, oder? Okay. Ja, hier ein schöner Kreisverkehr. Ja. Passt schon, ne? Soweit sieht's gut aus, oder? Hier fehlen die Arbeiter und da seht ihr, wie dann später dann auch die ganzen Betriebe brach liegen. Aber die regenerieren sich ja auch selber. Da können wir was machen. Dann läuft's. Ja, was müssen wir machen? Wir brauchen Wohnraum und wir brauchen Kommerz. Sollen wir da mal was machen? Hier sieht's doch ganz nett aus. Da können wir doch was machen, oder? Straße hört hier auf. Und die mit den Bäumen. Machen wir doch lieber so eine, ne? Zuck. Hier noch schick am Friedhof vorbei. Ach, da hinten gehen wir nicht hin. Gehen hier hin und machen hier auch wieder um zu. Dann passt's, ne? So, das ist gebaut. Fläche haben wir noch nicht ausgewiesen. Einfach aus dem Grunde, Strom kommt von alleine, aber Wasser nicht. Das passt. Das geht. Und das geht. Dann ist da auch Wasser. Und dann können wir hier auch was einrichten. So, hier an dieser Kreuzung machen wir so einen kleinen Kiosk hin und sowas. So, dann können die da was einkaufen. Dann lassen wir hier noch so ein, oder hier. Hier lassen wir so ein paar Plätze frei fürs Dingens. Hier machen wir große Hochhäuser hin. Die so ein bisschen den Lärm von der Straße vielleicht wegnehmen, wenn das dem so ist. Ja, da am Friedhof machen wir dann schon kleiner. So, das machen wir noch. Hier
kann auch noch. Das haben wir gesagt, lassen wir frei für, ne? Sag schon, einen Arzt oder sowas, diese vier Felder. So, passt's, oder? Dann haben wir da wieder was gemacht für die, die dann glücklich sind. Ja, einen Doc können wir dann da wirklich hinmachen vielleicht. Noch wohnt da keiner, aber die werden dann alle zufrieden sein, ne? Feuerwehrmäßig ist natürlich da auch nichts. Komm, die Feuerwehr kommt gleich daneben. Zack. Dann sind sie noch mehr, viel mehr glücklich. Wie sieht's hier mit Schule aus? Ja, wir brauchen ein paar Ungelernte, die wohnen dann da, ne? Die Bushaltestelle ist hier. Können sie auch erstmal bleiben. Ja. Passt schon. So, ich glaube, geht ein bisschen runter, ne? Kann das sein? Aber hier geht's ganz rapide hoch. Da müssen wir aufpassen. 108, das ist jetzt nicht so dolle. Irgendwo jingelt's die ganze Zeit. Da oben ist noch was. Räumung beendet. Läuft so weit, oder? Sieht doch ganz schick aus. Hier im Dunkeln der Stadt. Hier so richtig schön nah ran, ne? Hier, da gucken wir mal, was... Ach, das parkt das Auto. Ich dachte, der wartet da mal. Der parkt da. Oh, guck mal, ein Blumenauto hier. So ganz schick. Wo fährt er denn hin? Neuer Buggy. Cedric Chapman wohnt, ist der Besitzer. Wow, hier Designerschrift sogar. Krass, oder? Wie kommt denn das dahin? Ist das so richtig? Geht nach die Firma. Okay. Franks Gourmet Fischstäbchenfabrik arbeitet er. Fazit ist die Firma. Also da arbeitet er nicht unbedingt. Naja, aber so ist das. Was haben wir hier? Okay, alles grün. Ja. Dann könnten wir mal gerade hier oben so ein bisschen durchgucken, was denn so alles so macht. Strom haben wir genug. Wasser sieht auch gut aus. Müllabfuhr ist tendenziell auch ganz gut. Bildung ist in der Grundschule nicht so dolle. Oberschule geht. Uni geht. Ja. Aber wir wollen ja auch ein paar Ungebildete haben, oder wie war das, ne? Happiness geht bis aufs Gewerbe. Die sind nicht ganz zufrieden, aber die anderen sind schon richtig zufrieden. Könnte man hier denen mal ein bisschen mehr Geld abknüpfen, den Bürogebäuden, ne? Gesundheit sieht doch ganz gut aus. Bestattung ist auch im grünen Bereich. Was haben wir hier? Stufen der Wohnhäuser. Alles gut. Wind pustet hier durch die Stadt. Ja, da müsste man mal ein bisschen gucken hier, so, wo da Probleme sind, die wir dann beheben sollten. Können wir uns vielleicht mal für die nächste Folge vornehmen. Verkehrschaos, Verschmutzung, okay, die gibt's, da brauchen wir nicht drüber reden, aber was willst du da machen? Kannst ein bisschen was zerpflücken, klar. Die blinken alle, naja. Passt schon. Hatte ich da hinten schon geguckt, bei dem anderen? Ja, ne? Aber hier, der blinkt nicht, das heißt, da können wir was machen. So läuft's. Lärmbelästigung ist auch klar, da wo Leute, Menschen wohnen, da ist immer Krach, ne? Geht einer durch den Wald, dann schreit er auch rum. Das ist so heutzutage. Man kann nicht leise durch den Wald mehr gehen. Es müssen alle Krach machen, Tiere verscheuchen, dann sehen sie auch keiner. 23% Feuersicherheit. Achso, wo wir gebaut hatten, haben wir auch eine Feuerwache eingebaut. Klauerei findet hier gar nicht so sehr statt. Geht wohl, ne? Wir haben gar nicht so viele Polizeiwachen. Die sind wohl gut trainiert. Was haben wir hier? Achso, Verkehrslinien sind das dann wohl. Ja, geht, ne? Läuft alles so insgesamt, ne? Müssen wir gleich mal die Kosten angucken. Da fallen wir dann wahrscheinlich hinüber. Da sieht man unsere demografische Bevölkerung, oder wie heißt das? Kinder, 7,2%. Also wir werden weniger Kinder haben. Das heißt, die Stadt wird nicht sehr stark wachsen. Ja, Erwachsene haben wir am meisten. Naja, ist auch die größte Bereich der, ne?
Altersgruppe. Import. Export. Was importieren wir denn? Öl? Ich dachte, wir hätten Erzprodukte hier, aber die importieren wir auch. Wenigstens Waren, die wir importieren. Die stellen wir wohl selber her, weil wir die hier auch exportieren. Und Agrarprodukte wird auch exportiert. Wunderbar. Ja, teure Grundrichtwerte hier, oder wie sehe ich das? Ne? So, dieses Hellblau ist ja Durchschnitt, ne? Geht eigentlich, ne? Ja, kann man mit leben, würde ich sagen, ne? So richtig dunkelgrün gibt es vielleicht hier irgendwo, ne? Weil da die Top-Wohngegend ist. Geht. Ja, unsere Bodenschätze haben wir überhaupt nicht so bedacht. So, hier könnte man mehr Industrie machen können für sowas, für Erz. Ja, das sind Wohngebiete, die wir da haben. Freizeit. Ja, die ist, kriegst du nicht grün, ne? Das ist so. Obwohl, hier ist sogar grün. Warum ist hier grün? Keiner weiß es, ne? Hier ist doch nur der eine Park. Trotzdem ist da grün. So ein bisschen wahrscheinlich, weil hier der Wald hinter ist, dass sie da spazieren gehen können, oder was? Das habe ich das ist für mich nicht so ganz verständlich. Ja, hier, die haben es auch grün. Die haben auch drei Sachen nebeneinander. Also da kannst du ja jedes zweite Haus und Park machen, dann kriegst du das auch hin, ne? Geländehöhen, ja, da haben wir hier unseren höchsten Berg. Heizung läuft. Weiß nicht, ob das irgendwie blau wird, wenn keine Heizung mehr da ist, wenn wir kalten Hintern kriegen. Haben wir aber nicht gesehen, weil Heizung ist hier bis am bis ans Ende. Straßen in Sandsetzung, Instandsetzung, nicht in Sandsetzung. In Sandsetzung waren andere Dinge. Ist ganz gut abgedeckt wohl. Obwohl, wenn du hier siehst, ist eine richtig schöne grüne Straße, ne? Ja, und der Zustand ist total schäbig. Da wird wahrscheinlich die Instandsetzung direkt hier neben sein. Da ist eine Apotheke. Und die kriegen die Straße nicht ordentlich. Glaubst du nicht, ne? Fluchtwege, okay, da ist hier ein Katastrophenbunker oder was auch immer ist. Das sind unsere Funktürme. Oh, hier unten reicht's leider nicht hin. Und hier auch nicht, aber sonst geht's, ne? Ach, kann ich alles haben, ne? Wenn man schön wohnt, muss man auch mal irgendwo, ne? Abstriche machen. Zerstörung haben wir gerade nicht. War ja auch kein Unwetter oder sowas da. Was haben wir hier? Katastrophenerkennung. Gibt es hier eine Katastrophenerkennung? Nee, nicht wirklich. Es ist wohl keine Katastrophe im Anlauf. Ja, Straße ist klar, kennen wir. Brauchen wir, glaube ich, gucken. Und Tourismus. Oh, haben wir auch welchen. Was ist das denn hier für ein schöner Laden, der da so tollen Tourismus hat? Ein Superstore. Der Laden für alles. Das sind alles Superstores wahrscheinlich hier, ne? Nee, neues Einkaufszentrum. Da gehen auch die Zuschauer, ne, die Touristen, ja, nicht die Zuschauer. Ah, Superstore. Neptun Medienmarkt. Ja, ne, wenn du in eine Großstadt fährst, fährst du erstmal in so einen Medienladen mal rein und guckst erstmal nach irgendwelchen DVDs und CDs und keine Ahnung, CDs ist ja wahrscheinlich schon out, aber solche Sachen, die sind dann wichtig, ne, anstatt dir irgendwelche alten Kirchen anzugucken oder sowas. Da hat sich einiges geändert in den Jahrzehnten. Aber vielleicht kommt das ja mal wieder. Ja, hier müssten wir durchforsten wieder. Aber ich denke, da kümmern wir uns in der nächsten Folge drum. Was haben wir gesagt? Hier durchforsten und was war das andere, was wir machen wollten? Gute Frage, ne? Ich kann mich nicht entsinnen mehr, weil wir das zwischendurch mal hatten. Aber ja, weiß ich auch nicht mehr, was wir da gesagt hatten, was wir noch machen wollten in der nächsten Folge. Müssen wir dann mal gucken. Okay, ich würde dann sagen, wenn ihr noch nicht abonniert habt, dann tut das bitte. Freue ich mich sehr drüber. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann gebt einen Daumen hoch. Und ja, dann würde ich mich sicherlich noch freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.